Ich wollte euch ein kleines Update geben, vor allem zur Krisse. Hier hat sie schon sehr gut angefangen zu keimen. Freut mich natürlich sehr. Ich habe die auch immer schön feucht gehalten. Ja, und soweit ist die jetzt. Das ist jetzt ein Tag nach der Aussaat. Dann gehen wir weiter zum Basilikum. Da hat sich auch schon ein bisschen was getan. Und zwar habe ich hier eine Saatscheibe verwendet und da kommt jetzt nach und nach immer mehr. Den habe ich vor 4 Tagen gesät und da ist jetzt schon echt einiges passiert. Bei den anderen Kräutern zwar noch nichts, aber das ist ja schon mal schön. In meinem Mini-Gewächshaus hat sich auch was getan. Und zwar vor allem bei den Tomaten. Wie man hier sehen kann, sind da schon einige rausgekommen. Ich freue mich total. Und hier wird auch bald bei der Paprika was rauskommen. Aber bei den Tomaten sieht man das jetzt schon, dass die schon sehr weit sind. Die Tomaten habe ich übrigens vor 5 Tagen gesät, beziehungsweise das ganze Gewächshäuschen. Dann hoffe ich mal, dass das so gut weitergeht und zeige euch dann morgen mal, was mit der Kresse passiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.